Hallo liebe Gamer-Freunde und willkommen zurück zu Genshin Impact. Ja, es ist wieder soweit, es kommt wieder ein Bauplan-Video. Und zwar nämlich zu einem Bauplan, wo ich überhaupt nicht wusste, dass er da existiert. Weil es hat, oder dieser Bauplan hat nämlich eine Spielerin bei mir gefunden. Ja, und das wollte ich euch das Ganze mal zeigen, wie ihr den Bauplan nämlich auch bekommt. Ja, und es ist nämlich der folgende Bauplan. Jetzt muss ich erstmal wieder suchen, weil ich weiß den Namen nicht. Das ist ein bisschen falsch. Ich muss unter Herstellung. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo der denn hier ist. Falls ich den überhaupt herstellen kann. Ich glaube, den kann ich nicht mehr herstellen. Deswegen ist glaube ich jetzt ganz unten. Ah, ne, hier. So, um diesen Baumring handelt es sich nämlich. Und den zeige ich euch jetzt mal, wo ihr den nämlich wo er sich befindet, beziehungsweise wo ihr euch den nämlich herholen könnt. Dazu muss ich mich kurz hier wieder mich verabschieden. So, und dann porten wir uns nämlich wieder nach Sumero. Und zwar zu dieser Statue der 7. Weil der befindet sich nämlich hier. Und der ist auch wie ein anderer Bauplan, nämlich in der Luftblasrinne oder Seifenblase. So. Jetzt porten wir uns dahin. Das habe ich kurz das Zeichen geändert. Egal. So. Dann läuft er hier runter und fliegt einfach hier runter. Und ich weiß jetzt nicht, ob man diese die Statue, diese Schatztruhe sofort bekommt. Weil sie hatten bei mir sofort gekriegt, die Schatztruhe. Kann sein, dass man öfter hin muss. Und ich war schon mal hier und habe es auch in die Seifenblase kaputt gemacht. Aber die Seifenblase befindet sich ja hier. Dann müsst ihr dann einfach die kaputt machen und hoffen, dass die Schatztruhe auftaucht. Wenn nicht, müsst ihr dann am nächsten Tag wieder hingehen und gucken. Und das hat so lange machen, bis die Schatztruhe auftaucht. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis dahin sagt euer Schneider, ciao. Und man sieht sich, also hört sich ja das nächste Mal.